Willkommen zurück zu Follow-up LP. Ich spiele eine Runde TS Online Beta-Version, beziehungsweise Close-Beta-Version. Und wir haben hier Gerthold den Schweinetreiber erstellt. Ein Nordkrieger. Und jetzt springen wir mal ins Spiel, denn es wird ja nun mal Zeit. Ja, ich würde sagen, der sieht gut aus. Ja, ne? Können wir anfangen? Können wir anfangen? Erstellen wir den mal. So, los geht's. Dann lock dich mal ein. Und dann schauen wir mal, wo wir hier landen. Als würde ich es nicht schon wissen. Wie gesagt, das Tutorial, diesen kleinen Vorspann, habe ich schon mal gespielt, um ein bisschen das Spiel kennenzulernen. Alles andere, ich sag mal, nach 15 Minuten habe ich keine Ahnung mehr, was passiert. Also wenn man halt aus dem Tutorial rankommt, rauskommt. Begonnen! Seelenbraut in Kanan. WASD, ja, zu bewegen, schon klar. Guckt euch Gerthold den Schweinetreiber an. Der sieht doch mal echt gut aus, oder? Wir können natürlich hier in die gewohnte Ego-Perspektive von The Elder Scrolls gehen. Was ich aber bei diesem MMORPG gar nicht empfehlen würde, was viele halt nicht empfehlen, dass halt gerade in größeren Kämpfen ziemlich unübersichtlich ist. Kurz zur Erklärung der Steuerung. Wir haben mit der linken Maustaste ganz einfache Schlag. Dann muss ich dann halt auch öfter drücken. Also es ist kein richtiges... Also es ist schon rundenbasiert, ähnlich wie bei WoW, wenn man so möchte. Aber man kann hier natürlich... Es ist auch ein bisschen actiongeladen. Also sagt es so, wir werden es rausfinden. Ich kann mit linker Maustaste gedrückt halten, einen starken Schlag machen. Mit rechten Maustaste block ich. Und dann kann ich, wenn ich beide Maustasten drücke, dann halt irgendwie noch so einen Special Move machen. Das kriegen wir alles gebracht. Ja, wir befinden uns hier gerade in einem Kerker. Und zwar ist der Vorspann so, dass wir halt irgendwie hier reingebracht wurden. Und fragt mich, hier ist auch uninteressant. Werden wir gleich alles erfahren. Ah, ein Prophet. Okay, der sagt uns noch nichts, dann muss ich euch vorlesen. Ganz langsam, ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Was geschieht hier? Wer seid ihr? Oder? Ist doch Schweinetreiber aus dem guten Namen, oder? Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort und doch auch noch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster in ihrer Gänze zu erkennen. Noch nicht. Was wollt ihr von mir? Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Ihr müsst aus dieser Zelle entkommen, euch bewaffnen und euch schützen. Sucht dann nach Lyris Titanenkind. Lyris Titanenkind? Wer ist das? Ich verstehe nicht. Und weg ist er. Also mal raus hier. Hallo? Verlass die Zelle. Hallo, ich möchte... Oh, hi. Oh, ich werde ja, hier aufgeschaut. Das ist ja nett. Oh, und raus hier. Zack. So, abgeschlossen. Genau, mit der Umschalttaste können wir sprinten. Dann sieht man auch den obligatorischen Ausdauerbalken, wie man ihn von Skyrim kennt. Also das Menü, sage ich mal so ein bisschen, das Heads-Up-Display, erinnert sehr halt an Skyrim. Alles andere, wie gesagt, ist halt dann doch ein bisschen anders. Und oh, hallo. Und es sieht echt wirklich gut aus für ein MMORPG. Ist ein netter Grafikstil. Gefällt mir, finde ich gut. So, jetzt wollen wir hier aber erstmal raus aus diesem Kerker, aus dem Verlies und natürlich erfahren, was hier wirklich Sache ist. Wieso, weshalb, warum wir hier sind. All das werden wir jetzt erfahren. Hey, guten Tag. Ein Seelenberaubter. Ja, willkommen im Club. Was haben die denn mit denen hier gemacht? Die werden mal ordentlich durchgepustet. Ja, das ist auch ein bisschen dreckig schon, ne? Manchmal muss man die Skelette auch mal wieder aus dem Schrank holen und mal abstauben. Man kennt das ja. So, und jetzt kommen wir hier zur Qual der Wahl. Ich werde mal jetzt mal eben in die Ego gehen. Hier können wir natürlich jetzt aussuchen, welche Waffen wir nehmen. Da wir ja halt so einen Krieger erstellen wollen, natürlich keinen Bogen oder sowas. Schwert und Schild ist eine Option. Natürlich auch eine Option wären Zwillingsäxte. Ja, hier haben wir wieder den obligatorischen Bogen. Ein zweihändiger Streitkolben, eher nicht, ist eher was für ein Templer. Wiederherstellungsstab, Magier etc. Heiler. Froststab, halt auch Magier. Und zweihändiger Streitkolben. Ich denke, ich würde gern, ich weiß gar nicht, mache ich einen mit Schwert und Schild oder mit Zwillingsäxten? Ich glaube, ich mache einen mit Schwert und Schild, weil ganz obligatorisch, wie man es kennt. Ja, Cast of Iron Shield, Cast of Iron Sword. Nehmen wir mal mit. Und das Ganze können wir auswählen, indem wir I drücken. Ja, drücke E, um einen Gegenstand an- oder abzulegen. Okay. Den möchte ich gerne anlegen. Genau, hier steht mal auch nochmal alles.
Wegen hier fortgeschrittene Technik. Nähert euch dem Gegner und drückt linke und rechte Maustaste, um gegnerische Spezialangriffe zu unterbrechen. Hier ist kurz alles erklärt. Dann haben wir noch das Schild, das ich auch gerne anlegen möchte. Ja, und das war's eigentlich hier bis jetzt auch schon. Wir haben nur schicke Sandalen und, naja, nette Shorts an, die uns gar nichts bringen. Also, begeben wir uns mal weiter. Auf in den Kampf und komm aus dem Gefängnis. Das machen wir doch super gerne. The Bleeding Forge, öffnen. Hallo, aufmachen, hallo. So, da kommt unser erster Kampf. Mr. Skelett. Jetzt werde ich auch mal sehen, wie man hier halt kämpft. Wie gesagt, es ist halt ein... Komm, klack mal zu. Oh, war ja mal nix, wa? Und jetzt ist er betäubt. Mach einen starken Angriff. Zack. Und jetzt können wir natürlich auch durchsuchen. Ein Gold dabei, das ist ja sehr spendabel. Und das Feuer sieht auch gut aus, finde ich. Verbrenne ich mich eigentlich? Nö. Das ist ja gut. Ich weiß noch, wie ich in WoW damals gestorben bin. Da habe ich Pause gemacht und war wohl zu nah an so einem Feuer. Und dann bin ich draufgegangen, weil ich im Feuer gerastet habe. Habe ich meinen Charakter schön gerostet. Geröstet. Meine Güte, was ist heute los? Genau, jetzt können wir hier die Spezialfähigkeit von ihm blocken. Komm her. Da sieht man es hier. Spezialfähigkeit, jetzt hau ich einfach mit meinem fetten Schlag zu. So. Und ein Gold nehmen wir auch mit. Oh, und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wunderbar, da freuen wir uns. Können wir auch tanzen? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Natürlich, da freuen wir uns. Stufenaufstieg. Lalalala. Und One-Hand-Shield verbessert zu 3. Natürlich, man verbessert hier sein, sage ich mal, seinen Skill mit den Waffen, natürlich, indem man sie benutzt. Ähnlich wie es damals bei WoW noch war, was es jetzt ja leider nicht mehr gibt. So, und hier können wir erstmal einen Punkt verteilen. Leben, Magika oder Ausdauer können wir da benutzen. Ich würde sagen, wir benutzen erstmal einmal einen Punkt Leben. Dann haben wir hier jetzt maximal Leben plus 20. Das ist doch schon mal gut. So, mit E wollen wir den Punkt einsetzen. Und jetzt kommen wir Charakterfertigkeiten-Menü. Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, den Kampfstil eures Charakters anzupassen. Schaut durch die verschiedenen Fertigkeitslinien, fahrt mit dem Maus über die Fähigkeiten, um mehr über sie zu erfahren. Ja, gut, das ist schon klar. So, und zwar haben wir jetzt hier unsere Klasse. Und wie man sieht, können wir hier noch... Können wir jetzt auswählen, in welche Richtung wir den skillen wollen. Also auch ähnlich wie bei WoW oder bei anderen Spielen. Hier zum Beispiel mit feuriger Angriff. Ihr zieht einen Feind zu euch und fügt diesen 14 Feuerschaden zu. Das klingt schon echt nett. Dann haben wir hier als Draconic Power. Erhöht eure Rüstung 17 Sekunden lang um 50 und wirft 3 normaler Schaden auf Nahkampfangreifer zurück. Also eher mehr eine Art Tank, wenn man sagen würde, der viel aushält, würde ich mal behaupten. Dann haben wir, also verbessert mich, falls ich Schwachsinn erzähle. Ich bin jetzt nicht der geübte MMORPG-Spieler. Earthen Horde. Ihr verursacht 16 normaler Schaden und schlägt euer Ziel 3 Sekunden lang zu Boden. Das ist natürlich gut. Aber ich finde, das mit dem Feuer finde ich ganz interessant, mit Feuerschaden. Das würde ich gleich mal ausrüsten. Und jetzt haben wir hier natürlich noch Two-Handed, One-Handed Shield. Könnte man hier natürlich jetzt auch verbessern. Da wir das, glaube ich, haben wir das jetzt freigeschaltet? Genau, jetzt haben wir ja das benutzt. Wir sind jetzt Rang 3, das heißt, wir können das hier schon theoretisch benutzen, aber wir haben ja nur einen Fertigkeitspunkt. Und jetzt müsste ich halt weiter mit den Waffen kämpfen, damit ich hier logischerweise weiter die Sachen freischalten kann. Jetzt gibt es ja wieder Two-Handed, One-Handed Shield, das haben wir jetzt benutzt. Dual-Wield, Bow, Destruction Staff, Restoration Staff. Rüstung haben wir ja auch, Light Armor, Medium, Heavy Armor. Wir werden natürlich die Heavy anziehen, wenn es geht. Dann haben wir natürlich noch die ultimativen Nord-Skills. Und zwar, wir hier erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Zweihandwaffen um 15%. Super, dass wir keine Zweihandwaffe genommen haben. Hätte ich das vorher gewusst. Und dann haben wir hier auch die üblichen Berufe. Alchemy, Blacksmithing, Clothing, Enchanting. Ach, alles Woodworking. Haben wir alles dabei. So, jetzt nehmen wir erstmal hier... Ja, das muss ich gerne freischalten. So, mit der 1 kann ich das dann aktivieren. Alles klar. Dann bin ich fertig. Wie sieht das aus? Ach, ich habe gar kein Ziel. Okay. Und da haben wir Lyris Titanenkind gefunden. Ich bin... Alter, bist du groß. Bist ja noch größer als ich. Dabei habe ich schon die volle Größe eingestellt. Ich bin Gerthold Schweinetreiber. Die will auch nichts sagen. Okay. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Ha! Wortwitz, weil ich Gerthold der Schweinetreiber bin. Oh, Gottes Willen. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Wer seid ihr? Eine Mitgefangene, ich heiße Lyris.
Lyris Titanenkind, mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt ist in meiner Zelle erschienen. Ein alter Mann in Lumpen. Der Prophet, ich meine der Bettler. Er hat zu euch gesprochen. Was hat er denn gesagt? Er sagte, unsere Schicksale wären miteinander verwoben. Ha, das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Ich werde euch helfen. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl, daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge, die Vergangenheit, die Zukunft. Wenn er euch gesagt hat, dass ihr nach mir suchen sollt, dann müsst es dafür einen sehr guten Grund gehabt haben. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und als Dreingabe kommt noch dazu, nun, das kann man euch nicht schon beibringen. Ihr seid tot. Aber wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manimako. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jenen anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten. Was wollt ihr mir damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Seid ihr auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht. Auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Wie sieht euer Plan aus? Wir müssen uns unseren Weg durch die Aschmine baden, um die Klause zu erreichen, in der Prophet festgehalten wird. Wie können wir ihn befreien? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen, und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Ach, meine Stimme, ey. Leb wohl. Oh, Eieiei. Ja, dann wollen wir uns mal in Bewegung setzen und wollen mal Aschmine betreten. Oh, ich hoffe, ich muss nicht mehr solche Konversationen führen. Mach auf. Abgeschlossen. Betrete die Aschmine. Erreiche Türme der Augen. Türme der Augen, okay. Was macht du ihn? Klappt ihr auf einen einzelnen? Das ist ja ganz schön gemein. Hier sind jetzt auch übrigens richtige Spieler, wie man sieht. Wie auch immer. Und das ist jetzt hier ein Seelenberaubter, also ein NPC. Aber hier läuft auch Werner Lannister rum. Werner, bleib mal hier, wir waren doch mal in der Schule zusammen. Weißt du noch, damals haben wir den Lehrer Özmich immer in den Weiter geht's. Ihr macht das schon. Hier haben wir Taufik. Hier, den mach ich platt. Komm her. Okay. Ich wollte eigentlich hier mein Skill mal ausprobieren, aber da war der auch schon tot. So, weiter geht's. The Towers of Ice, da möchte ich hin. Vernichtet einen Kalthafenwächter. Sprecht mit Lyris. Also soll ich erst einen Kalthafenwächter... Puh, wer ist denn ein Kalthafenwächter? Optionale Schritte, sprecht mit Lyris. Nee, ich möchte erstmal einen umbringen, sonst kann ich mich wieder nicht... Hallo? Ist denn hier wer? Nö. Da drüben. Ich komm! Oh! Da muss man übrigens aufpassen, die explodieren. So, ne? Lyris hat jetzt was abgekriegt. Scheiße, aber das ist gar kein
Kerl da. Wie hieß er jetzt? Was sind das für welche? Das ist ein Flammen-Atronarch. Nee, das ist ja doof. Wo sind denn die anderen? Ich rede jetzt mit Lyris. Komm, wir unterhalten uns nochmal hier schön. Kommt! Die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen... Die anderen? Ich war noch nicht fertig. Warum? Ah! Au! Wie nochmal von vorne? Ja. So. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Prophet zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Oh, Gewalt! Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Los geht's. Okay. Gucken wir mal. Oh ja, da oben müssen wir hin. Dann sprinten wir mal voran. Ich finde, meine Klamotten sehen aus, als wäre ich gerade irgendwie aus dem Bett gestiegen. Hallo. Das war... Wer war das? Schniesel? Hieß der wirklich Schniesel? Sehr cooler Name. Oh. Komm ran, Kollege. Das Skill bringt ja nicht wirklich was. Da kann ich besser zuhauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Au, ja, ich habe nicht dran gedacht, dass das Ding wieder explodiert. Da sage ich es noch und sag Vorsicht, Vorsicht und lauf selber rein. Das ist natürlich echt clever. Aha. Okay. Mal jetzt kaputt. Oh. Erreicht die Zelle des Propheten. Okay, jetzt haben wir so ein Ding kaputt gemacht. Huch. Ein verwildeter Beraubter. Geh weg. Geh weg. Oh, Ardenflame verbessert. Also quasi unsere Klasse. Oder ist das... Nee, Ardenflame gar nicht. Ardenflame ist doch der Skill. Mir geht's gut. Wo sind wir denn hier? Hier... Oh, hallo. Komm mal ran. Wow. Na, wie cool ich da weggerollt bin. Nee. Ja, ich weiß, ich wollte ihn eigentlich looten. Er hat zwar nur ein Gold, aber es ist besser als nichts. Da ist noch so ein... Komm ran! Das ist natürlich ein netter Skill, wenn man die so schön ranzieht. Aber oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Ja, ne? Genau so. Da müssen wir hoch, glaube ich. Also begeben wir uns mal... Ja, genau, da müssen wir hin. Begeben uns da mal hin, wa? Damdidu, da damdidu. Hallo. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Abgeschlossen. Sprecht mit Lyris. Oh nein, da muss ich wieder so hochreden. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drin suchen. Hm, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der Älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen wir ihn. Lasst uns diesen Catwell suchen. Okay, Catwell, wo bist du? Da zeigt es an. Bam. Da ist er, ja. Ach, der spielt Gitarre. Siehst du denn das Schwert? Kacker? Der heißt Kacker. Naja, gut. Wenn der eine hier, der eine heißt Taufik, der andere heißt Kacker, da bin ich hier mit Gerthold Schweine-Treiber eigentlich ganz gut dabei.